Das Projekt 100 Stimmen, ein musikalisches Kaufhausspektakel, wird gefördert durch Zur Bühne, das Förderprogramm des Deutschen Bühnenvereins im Rahmen von Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung. Moin Leute und herzlich willkommen zu den Collywood News. Heute ist unser Thema wieder das Projekt 100 Stimmen. Und da ist wieder die Frage, wie geht es jetzt weiter? Jetzt war nämlich die Sommerpause, also wo alle Ferien hatten. Da ist ja auch in der Schule passiert. Und jetzt war die Sommerpause, doch wie geht es jetzt nach der Sommerpause weiter? Dürfen wir schon wieder proben und dürfen wir überhaupt schon wieder singen? Oder ist es dennoch durch Corona uns verboten, sowas zu machen und wir machen weiterhin alles im Homeoffice? Ja, Fragen über Fragen. Und genau dafür habe ich ein Interview mit meiner Lehrerin Frau Ulberg geführt. Und die wird jetzt mit mir zusammen in einem Interview euch das alles mal erläutern. Sehr hübsch. Ja, ja, neben mir habe ich jetzt die weltberühmte Frau Ulberg, die das ganze Projekt hier leitet. Und ja, wie geht das denn jetzt erstmal weiter mit dem Projekt, mit Corona und so? Also ich hoffe, soll ich das nehmen? Ich hoffe, dass es mit Corona nicht weitergeht, aber unser Projekt hätte auch hinten runterfallen können. Also wir hätten es abbrechen können, sollen, müssen. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass es würdig zu Ende gebracht wird für alle Beteiligten und haben uns jetzt zu einem neuen Konzept durchgerungen, haben ein neues Konzept verfasst und unser Projekt wird jetzt ein Film mit Live-Szenen und dieser Film wird am 5. und 6. Dezember Premiere feiern, einmal in Cottbus und einmal in Wildau. Wie gesagt, es wird ein paar Live-Momente geben in Form von Moderation oder vielleicht einer kleinen Live-Einlage der Band der Paul-Dessau-Gesamtschule. Und das Material haben wir teilweise ja schon ganz toll von Collywood gesammelt oder vom Flashmob im A10-Center. Der RBB hat ja auch ein bisschen Material. Und wir werden auch noch zwei Workshop-Wochenenden haben, wo wir ein paar Videoszenen noch zusammenschneiden werden. Die Regisseurin hat sich da ganz viele tolle Sachen ausgedacht, die ich aber so jetzt noch nicht verrate, weil der Film soll ja dann noch eine Überraschung sein. Es ist auch für alle Teilnehmenden eine Überraschung, was ja bei einer Live-Vorführung nicht so gewesen wäre. Da hätte jeder gewusst, was passiert, wie, wann, wo. Und der Film ist letztendlich für alle eine Überraschung. Ich hoffe, dass Corona uns dadurch nicht auch einen Strich durch die Rechnung macht. Das war jetzt kein guter deutscher Satz, aber ja. Ja, aber wir dürfen ja nicht singen und so. Machen wir trotzdem irgendwas außer Essen jetzt hier an den Montagen, wo wir proben? Definitiv. Also wir werden auf jeden Fall ganz viel essen. Das muss sein, weil wir haben im Chor immer gegessen und gesungen. Singen dürfen wir nicht mehr, also werden wir natürlich essen. Aber nein, wir werden jetzt ein paar Rhythmicals einstudieren in Form von Body Percussion oder ich habe mir auch ein Stück rausgesucht, beziehungsweise schreibe das gerade selber noch ein bisschen um, wo man mit Besteck Musik macht, auf den Tischen, Bänken, Körpern und so weiter. Also ich denke, wir werden da ganz kreativ. Hier kam heute schon der Vorschlag von We Will Rock You, da ist ja auch so ein typischer Rhythmus drin. Also wir werden in Form von Rhythmus einfach unsere Sachen jetzt, die man dann nämlich auch in dem Film als Live-Szene mit einbauen könnte. Weil das dürfen wir ja, wir dürfen nur nicht singen. Ja, und bei den Workshop-Tagen, die wir dann noch haben, werden wir da dann alle zusammen auch zusammen was machen oder gibt es da halt wieder die einzelnen Gruppen, die dann immer gestaffelt ihre Sachen machen oder finden auch die Gruppen nicht mehr wirklich so statt? Also wir werden sicherlich in großer Konstellation nichts machen, weil wenn, dann haben wir halt groß zusammen geprobt, das können wir ja nicht machen. Vielleicht, wenn wir irgendein Body Percussion Stück haben, das wir nochmal vorher machen, machen wir das so. Aber jetzt der Sinn bei den Workshops ist so, oder der Gedanke dabei ist, dass wir die Kinder oder Kinder und Jugendlichen alle gestaffelt bestellen. Also zum Beispiel durchlaufen die alle erstmal den Schauspielworkshop, danach gehen sie ins Video, dort wird es dann gedreht, was sie bei Schauspiel einstudiert haben, oder die Sprecher gehen zum Sprachcoach oder die Leute, die Sounds mit ihrem Körper machen, gehen halt zum Tonmeister und nehmen das dort auf. Also es wird sich sehr verlaufen und es wird auch nicht jeder von 10 bis 17 Uhr hier sein, sondern der eine wird von 10 bis 11 bestellt, der nächste vielleicht von 13 bis 15. Also da gibt es dann so eine Masterliste, die ich aber noch nicht habe.
Und der Film, wo kann man diesen Film dann am Ende sehen? Gibt es den nur auf DVD oder gibt es den auch auf anderen Plattformen zum Streamen? Ja, Hollywood, da gebe ich mal die Frage gleich an dich zurück. Ich hoffe, dass man den natürlich auch im Social Media, ich kann es super gut aussprechen, ihr wisst ja, was ich meine, dass man das dort auch finden wird irgendwo. Ich hoffe, dass der auch auf der Seite vom Staatstheater zu finden sein wird und wo auch immer wir den verbreiten wollen. Und der RBB begleitet uns ja nach wie vor. Also der RBB ist weiterhin daran interessiert, auch seine Dokumentation, so wie es geplant war, über uns zu drehen. Und die wird auch kommen. Auch in der Vorweihnachtszeit wahrscheinlich. Und den kann man ja dann in der Mediathek immer angucken. Und unseren Film, da bekommt jeder natürlich eine DVD. Und ansonsten wollen wir das schon auch verbreiten. Wo genau? Auf der Seite des Staatstheaters, bei Hollywood und überall woanders. Ja, lässt du dir noch was einfallen, stimmt's? Ja. Ja, und wie viele Vorführungen gibt es denn wirklich dann? Vorher waren ja eigentlich geplant 7 Mal, aber wie viel gibt es jetzt wirklich nur noch? Also eigentlich sind jetzt erstmal nur 2 geplant, aber was ganz toll ist, wir haben diesmal auch eine Premiere hier für uns in Wildau, wo auch die Band mitspielen wird, die wird in Cottbus nicht sein. Also das heißt, unsere Wildauer haben in ihrem Kiez sogar diesmal auch ein Live-Act, also live und Film-Act, was wir ja vorher nicht gehabt hätten, dort wäre ja alles am Theater in Cottbus gewesen. Und jetzt ist das Tolle, ich will es versuchen, auf dem TH-Gelände zu machen, muss aber noch anfragen. Das ist ganz toll, also es soll eigentlich an einem Wochenende passieren, weil ich weiß nicht, ob das so reizvoll ist, wenn man die Leute zum Open-Air-Film gucken im Winter an verschiedenen Wochenenden einlädt. Aber die 2 Termine gibt es auf jeden Fall, 5. 6. Dezember, Cottbus und Wildau. Und dann... Ja, hat ja jeder die DVD und zieht sie sich hoffentlich jeden Abend nochmal rein, ne? Ja klar, also ich werde mir die DVD jeden Abend vom Schlafengehen angucken, denn ich habe ja auch nichts Besseres zu tun, weil ich habe sehr viel Freizeit zu Hause und damit würde ich zurück ins Studio geben zu meinem Kollegen, der da weiter moderiert. Cheers. Danke, dass du zurück ins Studio geschaltet hast. Oder auch eher gesagt, danke, dass ich zurück ins Studio geschaltet habe. Ja, einen zweiten Mitarbeiter kann ich mir dann doch nicht leisten. YouTube wirft nicht so viel ab. Dennoch, falls ihr noch Fragen habt über das ganze Projekt, wie das jetzt weitergehen soll, oder ihr generell einfach irgendwelche Fragen habt über das Projekt, was vorher noch nicht einmal beantwortet wurde, dann schreibt es gerne hier unten in die Kommentare mit dem Hashtag 100 Stimmen. Und dann werden diese Fragen bestimmt auch im nächsten Video von Frau Ulberg für euch beantwortet. Ja, und sonst würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kurze Video dazu, wie es weitergeht. Mein schönes neues News-Studio hier, eine grüne Wand. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich sehen wir uns dann auch im nächsten Video. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert doch einfach den Kanal, liked das Video und... Kommentiert noch Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Das Projekt 100 Stimmen, ein musikalisches Kaufhausspektakel, wird gefördert durch Zur Bühne, das Förderprogramm des Deutschen Bühnenvereins im Rahmen von Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung.